Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch den Angel Chooser etwas genauer vorstellen. Der Angel Chooser wird auch als Rolls-Royce unter den Entsaftern bezeichnet. Er ist komplett aus Edelstahl und ist ein sehr robuster, langlebiger, leistungsfähiger Entsafter. Es gibt gerade von Slow Chews eine geniale Rabattaktion bis Ende November. Es gibt nämlich 8% Rabatt auf den Angel Chooser und es ist ja nicht unerheblich, da der Angel Chooser doch ein hochpreisiger Entsafter ist. Und vielleicht hilft mein Video dazu, dem einen oder anderen die Entscheidung für den Angel Chooser etwas leichter zu machen. Seit Februar letzten Jahres steht der Angel Chooser bei uns in der Küche und wir haben ihn schon sehr vielfältig und sehr intensiv genutzt. Und im heutigen Video möchte ich euch nicht nur die Säfte zeigen, die man mit diesem Angel Chooser herstellen kann, sondern auch, welche anderen Zubereitungen man damit machen kann, wenn man zum Beispiel noch einen Püriereinsatz hat. Also ich zeige euch heute nicht nur Säfte, ich zeige euch auch, wie man eine geniale Mandelmilch herstellt, wie man Eis herstellt, wie man Trockenfruchtmuse herstellt, wie man eine Nussbutter herstellt und Teige für Buchweizenknödel bzw. Linsenköfte. Ich habe seit letztem Jahr noch kein komplettes Video über den Angel Chooser gemacht, immer mal in einigen Videos einfließen lassen, wie ich zum Beispiel Wiesengras damit entsafte oder Wildkräuter oder auch Stangsellerie. Also ich liebe ja Monosäfte, also aus Wiesengras oder aus Wildkräutern oder eben Stangsellerie, Gurke. Diese Säfte lassen sich sehr gut mit dem Angel Chooser entsaften. Generell alles grüne Blattgemüse, Wildkräuter, Sprossen, Grünkraut, Kulturgras wie Weizengras, Kamutgras, Gerstengras, Hafergras. Also das habe ich in den letzten Monaten oder seit letztem Februar 2018 sehr intensiv getestet. Wirklich ein sehr genialer Entsafter. Auch Gemüse, Wurzelgemüse lässt sich sehr gut mit dem Angel Chooser entsaften. Und auch Obst. Also ich entsafte zum Beispiel auch Äpfel, Zitronen, auch mal Orangen. Und jetzt im Sommer haben wir auch gerne uns einen Saft aus Wassermelone gepresst und ein bisschen Limette. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, obwohl man immer wieder hört, dass so für weiches Obst oder für Obst der Angel Chooser nicht so gut geeignet ist. Also ich presse mir ganz selten Obstsäfte, reine Obstsäfte, eher im Sommer mal einen Wassermelonensaft, den mixe ich dann aber auch mit ein bisschen Grassaftpulver, das wird dann also auch ein grüner Saft. Also meistens presse ich mir grüne Säfte oder eben auch Äpfel mit Wurzelgemüse oder eben auch Orange mit Gemüse und dafür ist der Angel Chooser auch sehr gut geeignet. Der Angel Chooser hat einen leistungsstarken, zweigängigen Antrieb und kann bis zu 30% mehr Saft und Nährstoffe aus Obst, grünem Blattgemüse und Gemüse extrahieren als andere Entsafter. Der Motor ist 3 PS leistungsstark und der Entsafter entsaftet mit 86 Umdrehungen pro Minute. Es gibt also eine minimale Reibung, wenig Hitzebildung und es wird auch nur wenig Sauerstoff in den Saft abgegeben. Welche Gründe sprechen für den Angel Chooser? Also ich habe in den letzten Jahren schon verschiedene Entsafter getestet und für mich ist der Angel Chooser einfach der beste Entsafter, vor allem auch was die Saftausbeute anbelangt. Er hat zwar erstmal höhere Investitionskosten, aber wenn man wirklich regelmäßig frische Säfte presst aus Grünblattgemüse, Obst und Gemüse, Wildkräutern, Sprossen, dann macht sich das dann irgendwann auch im Geldbeutel wieder bemerkbar, dass man wieder mehr spart, weil man eben für eine gewisse Menge an Saft nicht so viel Entsaftungsgut benötigt. Noch ein Punkt, der für den Angel Chooser spricht. Der Angel Chooser besteht komplett aus Edelstahl. Das ist also ein sehr robuster Entsafter, der nicht oder kaum brechen kann. Ich hatte in den letzten Jahren verschiedene Entsafter getestet. Die meisten bestehen ja aus Plastik und auch mein alter Entsafter, den ich vor dem Angel Chooser verwendet habe, ist mir auch einmal gebrochen, als ich Wiesengras entsaftet habe. Und dann habe ich die Information bekommen, dass man bei solchen eher trockenen Gräsern dann immer noch Gurke oder Stangensellerie oder irgendein anderes Gemüse oder Obst entsaften müsse, sonst ist der Druck auf den Entsafter zu groß. Und das passiert eben bei dem Angel Chooser überhaupt nicht. Man kann Mono-Grassäfte pressen, ohne noch Gurke, Stangensellerie oder irgendein Obst mit dazu zu geben. Man kann wirklich alles mono entsaften. Wildkräuter,
Wiesengras, Kulturgräser, Sprossen, also das geht wirklich wunderbar. Und diese Robustheit schätze ich wirklich sehr an diesem Angel Juicer, weil ich eben auch schon ein, zwei Mal das Problem hatte, dass mir ein alter Entsafter eben zerbrochen ist. Noch ein Grund, der für den Angel Juicer spricht, also mir ist kein anderer Entsafter bekannt, der komplett aus Edelstahl besteht. Alle anderen Entsafter bestehen ja aus Plastik. Und es kann sein, gerade wenn man Zitrusfrüchte mit einem Entsafter aus Plastik entsaftet, dann kann es sein, dass die Säure der Zitrusfrüchte petrochemische Stoffe aus diesen Plastikteilen des Entsafters herauslöst. Also das ist beim Angel Juicer auf keinen Fall gegeben. Der Angel Juicer lässt sich sehr leicht auf- und abbauen. Er besteht aus einer überschaubaren Anzahl von Teilen und es gelingt wirklich kinderleicht. Also selbst Kinder können diesen Entsafter sehr einfach auf- und abbauen. Das ist wirklich wunderbar. Ich kann mich noch an den Entsafter erinnern. Da muss man schauen, dass die Punkte übereinander liegen, dass gewisse Teile eingerastet sind und dann funktioniert das immer noch nicht. Und bei dem Angel Juicer ist es wirklich wunderbar. Innerhalb von ein paar Sekunden hat man den Entsafter aufgebaut und kann entsaften. Der Angel Juicer lässt sich sehr leicht reinigen. Man bekommt so eine Reinigungsbürste für das Sieb dazu und kann dann den Entsafter wunderbar reinigen. Bei Wiesengras oder Wildkräutern reicht es einfach nur, das Sieb abzuspülen unter fließendem Wasser. Die Bürste benötigt man vor allem dann, wenn man Wurzelgemüse entsaftet oder auch Obst. Also am leichtesten ist es wirklich bei allem, was grünes Blattgemüse, Wildkräuter. Und wenn man zum Beispiel Möhren oder rote Beete entsaftet, dann setzt sich so ein bisschen das Sieb zu. Da muss man einfach mal ein bisschen mit der Bürste mehr arbeiten, aber das ist auch kein Problem. Also ich habe jetzt den Entsafter in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr oft getestet mit verschiedensten Gemüse und Obst und grünem Blattgemüse und das Saubermachen war für mich nie ein Problem. Es hat mich zumindest nicht davor abgehalten, weiter Säfte zu pressen. Also wirklich ein wunderbarer Entsafter, der sich auch leicht reinigen lässt. Bevor es losgeht und ich euch die Vielfalt des Entsafters präsentiere, also was man alles damit zubereiten kann, möchte ich noch erwähnen, dass es auf alle Teile des Angel Juicers 5 Jahre Garantie gibt. So, jetzt geht es aber los mit den vielfältigen Rezepten. Hier seht ihr die Einzelteile des Angel Juicer. Links seht ihr den schweren Motorblock. Dann haben wir hier zwei Edelstahlwalzen, dann hier ein feines Sieb für das Entsaftungsgut, also Gemüse, Obst, Wildgrün. Und das hier ist nochmal der Spritzschutz, der kommt dann über das Sieb. Dann haben wir hier einen Stößel und zwei Auffangbehälter. Den Glasbehälter rechts nutzen wir für den Saft und den Plastikbehälter links, den nutzen wir für den Trester. Der Angel Juicer lässt sich wirklich sehr einfach zusammenbauen. Das zeigt jetzt mal mein 14-Jähriger, der hat ihn heute auch das erste Mal versucht zusammenzubauen und das ist wirklich kinderleicht, okay? Ich habe in den letzten Jahren ja schon einige Entsafter getestet, aber kein Entsafter lässt sich so leicht zusammenbauen, aber auch auseinanderbauen wie der Angel Juicer. Ihr seht, innerhalb weniger Sekunden ist der Entsafter, dieser Angel Juicer, fertig zusammengebaut. So, ihr seht, der Angel Juicer ist fertig für den Einsatz und ich zeige euch jetzt einige Lieblingssäfte, die ich gern mit dem Angel Juicer entsafte. Als erstes werde ich mit dem Angel Juicer einen Kurkuma-Ingwer-Shot herstellen. Dafür verwende ich zwei Orangen, zwei Zitronen und frischen Ingwer und frischen Kurkuma. Die Orangen und die Zitronen werden geschält, in kleinere Stücke geschnitten. Auch hier diese Wurzeln werden nochmal in kleinere Stücke geschnitten und dann einfach entsaftet. Fertig ist der Kurkuma-Ingwer-Shot. Man kann sich zum Beispiel eine größere Menge davon herstellen, in eine Glasflasche füllen, diese im Kühlschrank aufbewahren und dann über den Tag verteilt trinken oder auch über mehrere Tage verteilt trinken. Ich verdünne diesen Kurkuma-Ingwer-Shot gern mit Wasser, je nach Belieben, entweder in konzentrierterer Form, dann in kleineren Mengen oder dann eben mit Wasser verdünnt und dann auch in einer etwas größeren Menge. Mit so einem Kurkuma-Ingwer-Shot kann man sein Immunsystem unterstützen und
Erkältungen vorbeugen. Das ist ein Teil unserer Bio-Kistenlieferung. Wir haben diesmal wieder ganz viele Endivien-Salate bestellt. Hier unten rechts seht ihr auch ein Kilo Grünkohl in einer Kiste und hier ganz viele Endivien-Salate, die wir gern mit dem Angel Juicer entsaften und bevorzugt als Monosaft. Als nächstes entsaften wir zwei große Endivien-Salate mit dem Angel Juicer. Das ist wirklich ein genialer Monosaft. Endivien-Salate enthalten ja auch Bitterstoffe und die Bitterstoffe regen die Galle an und sind auch appetitanregend. Und mit dem Angel Juicer lassen sich wunderbar grüne Blattsalate entsaften. Für diesen Saft brauchen wir auch kein Stößel. Man nimmt einfach die Blätter einzeln und gibt das Blatt so, wie Simon das gerade macht, einfach hier in diese Öffnung und dann zieht dieses Blatt einfach dann rein und es wird entsaftet. Der erste Salatkopf ist entsaftet und ihr seht, das sind über 500 Milliliter grüner Saft. Zwei Endivien-Salate sind jetzt entsaftet. Hier oben seht ihr noch einiges an Schaum, aber es sind knapp 900 Milliliter Endiviensaft, reiner Endiviensaft. Hier seht ihr auch den Trester, der auch recht trocken ist. Also ein sehr trockener Trester und dafür schön viel frisch gepressten Endiviensaft. Als nächstes pressen wir einen Apfel-Grünkohlsaft. Dafür werde ich die Äpfel jetzt noch kleiner schneiden. Und dann kann's losgehen. Ist der Apfel-Grünkohlsaft und ihr seht, es sind ca. 500 Milliliter. Mit dem Angel Juicer kann man auch sehr gut Wurzelgemüse entsaften. Ich möchte mir jetzt einen Rote-Bete-Apfelsaft zubereiten. Dafür schneide ich einfach die Äpfel in kleinere Stücke, schäle die Rote-Bete und schneide diese ebenfalls in kleine Stücke. Der Apfel-Rote-Bete-Saft ist fertig und ihr seht, ich habe ca. 800 Milliliter Saft aus vier Äpfeln und einer größeren Rote-Bete-Knolle gewonnen. Als nächstes gibt es einen Möhren-Apfel-Gurken-Ingwer-Saft. Dafür werde ich Möhren und Gurken schälen und dann alle Zutaten kleiner schneiden. Fertig ist der Saft und es sind jetzt ca. 700 Milliliter Möhren, Apfel, Gurken, Ingwersaft. Säfte mit Äpfeln, Birnen oder Wurzelgemüse gebe ich vor dem Trinken
immer noch durch ein Sieb. Mit dem Angel Juicer, mit dem feinen Sieb, kann man nicht nur hochwertige Säfte pressen, sondern man kann auch eine wunderbare Mandelmilch selber herstellen. Für diese Mandelmilch habe ich Mandeln ca. 20 Stunden in Wasser eingeweicht, habe diese jetzt nochmal abgespült und mit frischem Wasser aufgegossen, und dieses verwende ich auch mit für die Mandelmilchherstellung. Ich gebe also nicht nur die Mandeln hier in den Entsafter, sondern auch das frische Wasser. Ihr seht, das ist eine Menge Mandelmilch, und hier seht ihr auch eine große Menge an Mandeltrester. Und wer ein Dörrgerät hat, der kann diesen Mandeltrester bei 40 Grad einfach trocken dürren und dann in verschließbaren Gläsern aufbewahren, und dann hat man so eine Art Mandelmehl, was man zum Beispiel für Cracker oder Plätzchen oder für andere Rezepte verwenden kann. Diese Mandelmilch muss auf alle Fälle nochmal gesiebt werden. Ich habe ja für dieses Rezept das feine Sieb verwendet, und durch die kleinen Löcher kommen dann doch noch einige Mandelreste, so kleine Stücke von Mandeln. Das ist die Mandelmilch. Ich habe sie jetzt gesiebt und nochmal in ein größeres Glas gefüllt. Das ist wirklich eine sehr vollmundige, cremige Mandelmilch, also viel besser als gekauft. Natürlich kann man diese Milch, die ist ja jetzt ein bisschen eher cremig, dicklich, kann man die auch noch ein bisschen mit Wasser verdünnen und strecken, aber so schmeckt sie mir persönlich am liebsten. Ich habe jetzt einen Teil der Mandelmilch einfach mit etwas rohem Kakaopulver und ein paar weichen Sukari-Datteln gemixt, und fertig ist ein wunderbarer, vollmundiger, cremiger Kakao. Für die Säfte und die Mandelmilch habe ich das feine Sieb des Angel Juicers verwendet, und dieses Sieb gehört auch mit zum Angel Juicer. Wenn man den bestellt, bekommt man das feine Sieb dazu. Jetzt im Sommer habe ich mir noch den Püriereinsatz zugelegt, um endlich mal den Angel Juicer mehr zu testen, und jetzt zeige ich euch als nächstes, wie man mit diesem Püriereinsatz Eis, Trockenfrucht, Mousse, dann Teig für Buchweizenknödel, Teig für Linsenköfte und eine Nussbutter herstellt. Los geht's! Da habe ich die gefrorene Variante genommen, die habe ich ein bisschen auftauen lassen und dann mit Datteln in einem Hochleistungsmixer zu einer Soße gemixt. Und jetzt geht es erstmal daran, aus den gefrorenen Bananenstücken ein Bananeneis zu machen. Das Eis ist fertig, das kann jetzt portioniert werden und mit der Wildheidelbeersoße oder mit einer Beerensoße generell garniert werden. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ich mit dem Angel Juicer und dem Püriereinsatz Mousse aus Trockenfrüchten herstelle. Ich habe hier zum Beispiel wilde Aprikosen. Das sind sehr weiche Datteln. Das ist die Sorte Dattel Sukari von der Firma Palmira. Da gibt es ein 3-Kilo-Paket, wirklich sehr geniale Datteln. Die schmecken pur sehr gut, kann man aber auch sehr gut ein Mousse daraus zubereiten oder für Rezepte verwenden. Ich setze euch den Link zu Palmira unten in die Infobox oder in den ersten angepinnten Kommentar. Die haben auch ganz tolle Dattelsorten, kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und ich werde jetzt ein Mousse aus den beiden Trockenfrüchten herstellen, weil ich dann später noch
Cookies herstellen möchte und für diese benötige ich ein Mousse aus Aprikosen bzw. auch aus den Datteln. Und diese Aprikosenmasse kann man jetzt für verschiedene Rezepte verwenden. Ich hatte ja schon die Cookies erwähnt oder eben auch für Rohkostkuchen oder Energiebällchen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Als nächstes stelle ich einen Dattelmus her bzw. zerkleinere die Datteln, um sie einfach dann auch schön für meine Cookies verwenden zu können. Allerdings muss ich vorher die Datteln noch entkernen. Hier seht ihr ein wunderbares Dattelpüree, was man gut zum Süßen von verschiedenen Speisen verwenden kann. Das sind die selbstgemachten Cookies. Dafür habe ich das Aprikosenpüree bzw. das Dattelmus verwendet. Ich habe euch jetzt zwei süße Rezepte mit dem Püree-Einsatz gezeigt und jetzt folgen zwei herzhafte Rezepte. Ihr seht hier zwei Sprossengläser. Das eine Glas ist mit 300 Gramm Buchweizensprossen gefüllt, das andere Glas mit 200 Gramm Sonnenblumenkernsprossen. Die Saaten verwende ich übrigens von Süß und Clever. Da gibt es gute, keimfähige Saaten, auch Quinoa, Erbsen, Kichererbsen, Linsen und so weiter. Wer sich für diese keimfähigen Saaten interessiert, ich setze unten in die Infobox den Link zu Süß und Clever. Da gibt es auch für Erstbesteller einen Rabatt von 10%, also auf den ersten Einkauf. Ich werde aus diesen beiden Hauptzutaten und noch ein paar anderen Zutaten Buchweizenknödel herstellen. Da gibt es ein ganz tolles Rezept, Buchweizenknödel mit Pilzragout. Um aus diesen Sprossen einen Teig herzustellen, verwende ich den Angel Chooser mit dem Püree-Einsatz. Ihr seht, wenn man ein bisschen Geduld hat, braucht man nicht mal den Stöbel dazu. Die Sprossen rutschen von ganz alleine nach. Fertig ist ein wunderbarer Teig aus Buchweizen und Sonnenblumenkernsprossen. Und mit einigen anderen Zutaten bereite ich daraus Buchweizenknödel zu. So sieht das Rezept dann fertig aus. Ihr seht die Buchweizenknödel mit Pilzragout. Jetzt kommt das zweite herzhafte Rezept. Jetzt werde ich aus Linsensprossen und einigen anderen Zutaten einen Teig für Linsenköfte herstellen mit dem Angel Chooser. Zutaten mit dazugegeben. Daraus wird jetzt ein Teig gemischt und daraus werden dann Köfte geformt und diese gebe ich dann nochmal für ein paar Stunden in ein Dörrgerät. So sehen die Linsenköfte im fertigen Zustand aus. Ich habe sie noch ein paar Stunden im Dörrgerät gedörrt und dazu gibt es eine Mandel-Knoblauch-Kräutersoße. Mir ist noch ein Rezept mit dem Püree-Einsatz eingefallen. Meine beiden Jungs lieben Nussmuse, allerdings aus gerösteten Nüssen
oder Mandeln. Und wenn man die in Bio-Qualität kauft, dann sind die schon recht preisintensiv. Vor vielen Jahren habe ich mir auch Mandel- und Haselnussmus selber hergestellt. Ihr seht hier einen großen Teller voll Haselnüsse. Diese Haselnüsse habe ich bei Süß und Clever bestellt, genauso wie die Buchweizen, die ich schon in diesem Video verarbeitet habe, und die Sonnenblumenkerne und auch die Linsen. Ich habe jetzt die Haselnüsse auch nochmal in einer Pfanne angeröstet, damit auch wirklich so eine Art Mousse oder Butter entsteht, weil sonst würde das Ganze, wenn man die ungerösteten Haselnüsse durch diesen Entsafter gibt, dann hätte man dann eher so eine krümelige Konsistenz und müsste da noch extra Öl hinzufügen. Fertig ist die Nussbutter bzw. das Nussmus. Das hat jetzt erstmal alles eine krümelige Konsistenz, aber wenn man das so ein bisschen zusammendrückt, dann entsteht schon eine Masse, die auch zusammenhält. Ich habe das Haselnussmus jetzt in ein Glas gefüllt und ein bisschen festgedrückt. Jetzt sieht es schon eher wie eine Nussbutter oder wie Nussmus aus. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einige Einblicke geben, wie vielfältig der Angel Juicer zum Einsatz kommen kann, vor allem wenn man sich noch für einen extra Püriereinsatz entscheidet. Also ich möchte diesen Entsafter nicht missen und bin wirklich seit langer Zeit sehr begeistert von diesem Entsafter und wir pressen uns wirklich täglich frische Säfte und ich möchte ihn einfach nicht mehr missen. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, aber das ist ein ganz schön hoher Preis für einen Entsafter, also es besteht auch die Möglichkeit, den Entsafter per Ratenzahlung zu zahlen. Das hat unser lieber Mitbewohner Henry auch gemacht. Das ist ja nicht mein Entsafter. Ich bin sehr froh, dass der Henry sich für diesen Kauf entschieden hätte. Aber hätte er es nicht gemacht, hätte ich mir den Angel Juicer sicherlich auch zugelegt. Also ich kenne einige in unserem Freundeskreis, die auch diesen Angel Juicer schon seit einiger Zeit nutzen und auch andere Entsafter kennen. Und sie möchten den Angel Juicer bzw. die frisch gepressten Säfte mit dem Angel Juicer auch nicht mehr missen. Wie gesagt, es gibt bis Ende November eine Rabattaktion, 8% Rabatt auf den Angel Juicer. Ihr findet unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar den Link zu Slow Juice und auch den Rabattcode für einen Angel Juicer. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.